Moin Zockerstachel, willkommen zu einer neuen Folge Guardians of the Galaxy. Komm schon, Quill, lass mich einen Blick auf deine Waffen werfen. Kriegen wir es irgendwie hin, dass etwas an der Seite des Wracks rausra... Kaum Energie. Können wir die Kanonen mit Muskelkraft rausziehen? Dann hätten wir Stufen zum Klettern. Warum nicht? Okay. Selbst wenn ich nie wieder so ein Schiff sehe, ist es noch zu früh. Zumindest darin sind wir uns einig. Drax, kannst du diese Kanone rausziehen? Ich versuch's. Sie ist sturer als erwartet. Unmöglich. Sie bleibt nicht in Position. Könntest du sie nicht ein bisschen länger halten? Versuch du doch, sie ein bisschen länger zu halten. Drax, kannst du es nochmal versuchen? Wieso? Sie verbleibt nicht. Ich arbeite daran. Vertrau mir. Wir brauchen einen Weg, um sie in Position zu halten. Ich kann sie nicht ewig halten. Ich hab's geschafft. Beeindruckend, Peter Quill. Jetzt müssen wir die nächste rausholen. Drax, kannst du die obere Kanone rausziehen? Unmöglich. Sie ist zu weit vom Boden entfernt. Groot, kannst du sie runterbringen? Mit Ranken oder so? Ich bin Groot. Er sagt, seine Ranken sind nicht stark genug, um diese Dinger zu bewegen. Da ist ein kleines Loch. Vielleicht kann man von innen irgendwas lösen. Rocket, könntest du dich vielleicht in dieses kleine Loch zwängen und versuchen, die Kanone von innen zu lockern? Hallo, Chitauri-Schiff, voller Sprengfallen und Todesmechanismen. Beides Dinge, die du liebst. Ah, du hast recht, das stimmt. Und ich wollte schon immer mal so einen Käferbomber von innen sehen. Okay. Ah, was stinkt hier so? Das sind... Oh, Mist. Ah. Alles okay da drin, Rocket? Ich hab die Crew gefunden. Anscheinend wollen nicht mal die Würmer totes Chitauri-Fleisch fressen. Rocket! Entspann dich! Ich leite nur die Restenergie zu der Kanone um und... nichts. Weißt du was? Schlag drauf! Ich spreng das Ding! Was? Moment! Denk an die Sprengfallen und... Ha! Seht euch das an! Er muss das Ding kurz geschlossen haben! Rocket! Alles okay? Ja! Und jetzt auch trocken. Okay. Gamora, kannst du uns einen Weg durch den Schrott freimachen? Ja. Ja, Peter Quill, vorwärts zum Palast der großen Gigantin. Oh, sie ist jetzt also eine Gigantin. Es heißt, Lady Hellbender sei 50 Köpfe groß. Heißt ja nicht viel. Kommt auf die Köpfe an. Schon mal einen Regalianer getroffen? Ja, ihre Köpfe sind lächerlich. Blöder Job, Mark Atta Chavuk. Lady Hellbender hat uns eine unmögliche Aufgabe übertragen. Alle abgestürzten Schiffe sollen weggeräumt werden. Sie will keinen Chitauri und Widerstandsschrott in ihrem Wald. Aber es ist so viel und dazu noch die Bestien und Schlingpflanzen. Und was ist mit den Brücken? Hässlich, aber praktisch. Wir reißen Brücken ein? Und wohin damit, wenn es vorbei ist? Vielleicht verärgern wir sie, vielleicht bestraft sie uns, aber wer räumt den Schrott weg, wenn die Schrottwegräumer von Bestien getötet werden? Vielleicht denkt sie nicht dran. Vielleicht ist es ihr egal. Wichtig sind nur die Bestien. Ja, ihre Köpfe sind lächerlich. Ich will dahin. Habt ihr das gesehen? Oh Mann, noch ein Mörder-Tentakel. Vorsicht, vielleicht stellt er sich nur tot. Da wäre er so nicht hoch, ne? Warum greift er nicht an? Vielleicht ist er tot. Stups ihn an und... Es ist kein glückliches Monster. Naja, wenigstens ist es weg. Zurück zu seiner Brutmutter, Lady Hellbender. Kommt gleich wieder. Oh. Ja, das bezweifle ich, Drax. Findest du auch, dass sie aussehen wie ein Haufen kleiner Rockets, die versuchen, aus dem Regen zu kommen? Ich bin gut. Okay, hier sind kleine Penisse mit Gesicht. Was machst du da, Dirne? Warum unter irgendwas, was den Regen abhält. Galat auf der Hose. Mich machst du nicht sauber. Okay, ich werde dieses Fell nicht anfassen.
Warum nicht? Ich bin sauber. Wir benutzen dasselbe Shampoo. Ich wasche meine Haare mit einfacher Seife. Moment. Und wem gehört dann das Shampoo? Oh nein. Noch mehr Penisse. Monsterjäger-Uniform gibt. Sind die organisiert? Oder gibt es wenigstens einen typischen? Die Festung ist in dieser Richtung, Peter Quill. Ich weiß, ich gehe nur ein bisschen auf Entdeckung. Genau. Entdeckung ist bestimmt irgendein Code. Es bedeutet, er ist in die falsche Richtung gegangen und zu stur es zuzugeben. Dann ist Quill der größte Entdecker, den ich je getroffen habe. Wir glauben dir aufs Wort, Kumpel. Glauben ihm was aufs Wort? Er sagt, die Erde hier ist super reich an Pflanzen. Eisschuss, ja. Er muss nur noch mich gerade nur noch Energie zu spüren. Ja, ich verwandle nur Wasser zu Eis. Angeber. Ich kann von hier aus mein Haus sehen. Was machst du da oben? Kundschaftersachen. Kundschaften! Sieht aus, als sollten wir auf die Festung zugehen und nicht davon weg. Ausgezeichnete Arbeit, Peter. Okay, da ist wieder so eine Chitauri-Brücke. Er will wissen, wie Quills Waffen Eis aus nichts machen können. Du hast keine Ahnung, oder? Er lässt sie mich nicht zerlegen, um's rauszufinden. Ich tippe auf Kristall. Machst du eh im Schlaf. Vergiss es. Winzige Dimensionsrisse. Aber wie sollte man... Also wirklich, warum ist die Brücke immer auf der falschen Seite? Ich könnte Wenn du mich nochmal anfasst, streiche ich diese Klippen grün. Okay, okay. Wir werfen nicht, wir schießen nicht. Es muss einen anderen Weg darüber geben. Sehen wir uns einfach um. Lady Hellbender. Lass mich raten. Sie hätte sich über die Schlucht gelegt und uns über ihren Rücken gehen lassen. Ich wollte sagen, sie hätte die Waldkreatur ohne Zögern geworfen. Aber dein Ansatz ist auch durchaus denkbar. Gucken wir hier mal. Leute, ich hab hier was. Es ist tief. Sieht vielversprechend aus. Wir haben kaum Bewegungsfreiheit, falls wir angegriffen werden. Wir werden nicht lange hier sein. Sieht jemand einen Durchgang? Wir machen einen, falls nötig. Oh, riecht das sonst noch jemand? Es stinkt wirklich hier hinten. Ja, es riecht faulig. Woher kommt das? Oh, was zum Flach? Ja, dahinter ist definitiv was Ekliges. Gut. Benutze Drax. Kannst du das durch die Stinkwand schleudern? Das werde ich wohl bereuen. Ich geh weg. Das ist ein beunruhigender Duft. Nach dir. Das riecht wie damals, als Groot sich übergeben hat. Ich bin Groot. Ich schleife sämtliche Körperöffnungen zusammen. Das ist schön wie Rotze. Okay, das ist jetzt merkwürdig. Hallo? Ist da jemand? Okay, das war nichts für schwache Nerven. Warum sollte Lady Hellbender sie einsperren? Weil sie nervt wie eine Pelzlaus. Vielleicht auch als Vorrat. Wie ein Snack, meinst du? Ja, ein Monster-Snack. Wie sowas wohl schmeckt? Peter. Ausgerechnet danach soll es schmecken. Den können wir brauchen. Alter, lass dir mal den Monster-Snack? Den Käfig. Geschnack? Wir brauchen den Käfig. Wenn wir ihre Festung betreten und unser Monster spaziert neben uns her, da lachen die uns doch aus. Schon was angebissen? Warum flüstert ihr? Gamora meint, das Monster nimmt man uns eher ab, wenn es im Käfig sitzt. Problem ist nur, dass da schon ein stinksaures Monster drin sitzt. Lass die Bestie frei, ich kümmere mich drum. Ja, das hat ja letztes Mal schon super funktioniert. Vielleicht brauchen wir einen anderen Plan. Sehe ich auch so. Und ideal wäre einer, bei dem für meine Sicherheit als Anführer gesorgt ist.
Och nö. Mist! Dickerchen ist wieder da! Aber wir haben sie doch freigelassen, dann müssen sie doch. Ich kann nicht glauben, dass diese Dinger wütend auf uns sind. Echt mal. Strom, Strom habe ich noch nicht, ne? Uah. Das sticht vielleicht mehr als das. Meinst du? Und verteilt eisigen Schmerz. Ziel auf den Bauch, der scheint weich zu sein. Verwundbar. Wir wollten nur den Käfig. Das ist ganz unser Käfig, ihr blöden Tiere. Gern geschehen. Danke, Gamora. Dieser Gegner ist gut gepanzert. Ist wirklich so viel, ne, finde ich. Also. Zenterkessel ist von meiner Feuerkraft völlig unbeeindruckt. Ohne Schwanz ist sie nicht mehr furchterregend. Rocket, Feuerwehr! Diese Dinger sind erfahrene Jäger. Lasst sie nicht in eure Flanken. Ich vermisse das Wackelgalopp bereits. Ah, jetzt hat sie mich wieder im Visier. Als ob der hier keinen Schmerz empfindet. Wir haben Dickerchen richtig verärgert, was? Wir verärgern immer irgendjemand. Quill, ich brauche Hilfe. Hey, Quill, ich glaube, der Große sieht Sterne. Ein Schwanz hängt auf Katze? Da kriegt man nicht Angst. Ich stehe in deiner Schuld, Peter Quill. Hol mir jetzt mehr. Komm zu mir, Bestien. Du kommst mit mir. Ach so. Wir sollten uns beeilen. Erst Regen, dann Galat, dann schleimige, stinkende Kriechstollen und jetzt diese ganzen Monster. Ich hasse diesen verflachten Planeten. Du hast alles, Rocket. Stimmt, aber vor allem die stinkenden, schleimigen Tunnel. Bei juckendem Bett ist meine Grenze erreicht. Hey! Wir sind ein Team. Wenn wir schon nach Arsch riechen, dann riechen wir wenigstens gemeinsam nach Arsch. Das ist überaus beredsam, Peter Quill. Ich werde mit dir nach Arsch riechen. Ja, ganz tolle Ansprache. Okay, wir kommen von da, wir kommen von da. Wir müssen hier irgendwie entweder da weiter oder da hoch. Ich bin mir noch nicht so sicher. Also ich gehe erstmal hier runter. Blut sagt, wir sollten uns hier drüben mal umsehen. Ja, machen wir, ne? Rocket, nein. Du und Groot geht zuerst. Okay, Kumpel, gehen wir. Okay. So war das nicht geplant, aber. Aber wo ist denn Rocket? Was machen wir eigentlich, wenn es mit Hellbender nicht gut läuft? Bekämpfen wir dann eine Monsterkönigin? Sie wäre in der Tat eine herausragende Gegner. Es wird schon klappen. Das ist sicher der Stimmt's, Groot? Aber ich wüsste nicht, wie wir da problemlos drauf. Ja. Und das problemlos ist genau das Für dich vielleicht. Ich liebe problemlos.
Okay. Hat Sacknap noch nie was von Straßen gehört? Dazu müsste man Teile des Dschungels roden. Und das würde wahrscheinlich Teilen der Fauna das Leben kosten. Gut, sie hätten es verdient. Sacknap 9 ist eine Zuflucht. Das heißt, wenn du nur den geringsten Outfit für Reiter der Apokalypse gefunden. Du kannst die Outfits der Wächter unangenehme Art zurückbringen. Das sieht gar nicht mal verkehrt aus. Also aggressiv. Ergänzung von Rocket. Groot hat mir von einem Albtraum erzählt, den er immer wieder hat und dem er abgrundtief böse ist und der Rest von uns auch. Statt über die Galaxie zu wachen, wollen wir sie vernichten. Ich kann mir nicht vorstellen, dass er jemals sowas machen würde, mitmachen würde. Wie er wohl aussehen würde, falls doch. Erstmal aufgetaucht in Guardians of the Galaxy 8 Mai 2015. Sieht irgendwie cool aus. Das übernehmen wir mal. Das ist bestimmt nicht wahr. Okay. Ist das Ding schwer, Quill? Überraschend leicht. Tiefgefroren. Wow! Kann ich auch mal was einwürfeln? Nein. Mann, du bist so ein Sesselfurzer. Wenn wir mit der Monsterkönigin verhandeln, wie viel verlangen wir denn für unser Monster? Was soll das heißen? Nicht gierig. Wir betreiben hier ein Geschäft. Wir müssen diesmal Profit machen. Hey, Quill, vergiss nicht, was wir besprochen haben. Nichts. Keine Sorge, Rocket. Keine Ausbildung. Der Rest von uns auch, Jetstiefel. Man muss jahrelang intensiv trainieren, um diese Dinger bedienen zu können. Wow, die kommt definitiv in meine Festungstop 10. Was zum Flag? Du hast gesagt, das Monster aus der Quarantänezone wäre safe. Sie hat schon eine ganze Herde davon? Wir haben also unsere Zeit vergeudet. Wurden für nichts fast getötet. Und verhaftet. Das hat Spaß gemacht. Es war mittelmäßig amüsant. Und jetzt haben wir eine tickende Zeitbombe im Schiff und schulden den Bullen Geld. Leute, jeder Fehlschlag war ein Schritt in die richtige Richtung, zur Vollendung unseres bisher besten Plans. Wie war das? Was wäre, wenn wir eins von diesen Dingern hergebracht hätten, nur um zu sehen, dass Hellbender schon ein volles Set davon hat? Das wäre echt voll blöd gewesen. Ganz genau. Falls wir so weit gekommen wären. Was wäre gewesen, wenn uns das Novacore mit dem Ding erwischt hätte? Sie hätten die Bestie konfisziert. Seht ihr? Es fügt sich alles. Sieht hart aus. Zugegeben jetzt ein bisschen holprig und chaotisch, aber wir haben immer noch einen Plan. Echt? Nein, ist sie nicht. Was hat der Baum gesagt? Dass die Feuchtigkeit gut für uns ist und uns wachsen lässt. In deinem Fall bezweifle ich das. Ich stimme Groot zu. Es ist wichtig, hydriert zu bleiben. Aber nicht so hydriert. Ja, ich gehe vor. Bringen wir es einfach hinter uns. Oh, das ist doch wohl nicht euer Ernst. Okay. Es ist weiter, als es aussah. Viel weiter. Diese verflagte Brücke geht bis ins Nirvana. Nein, du übertreibst, Naga. Sie endet bei der Festung und die liegt nicht im Nirvana. Na toll, jetzt bin ich wirklich beruhigt. Dann gehen wir mal, oder? 3 Zyklen. Peter? Hast du nicht was vergessen? Oh, na klar. Der Käfig. Wir haben das blöde Ding ja extra besorgt, damit sie keinen Verdacht schöpfen. Groot, magst du dich reinquetschen? Peter Quill. Überleg dir das nochmal. Der Holzmann sieht nicht sehr monströs aus.
Er ist der Letzte seiner Art. Drax, wir machen es so, wie wir es auf der Milano geplant haben. Du bist ein Sturkopf. Der Nager ist Nein, das beste Monster. Nein, ich bin kein Sturkopf. Ich beharre nur auf meiner Meinung. Weil es die richtige Entscheidung ist. Los, ihr Turteltäubchen, gehen wir. Die Brücke wird nicht kürzer. Ich hoffe, Lady Hellbender ist so gutgläubig, wie du es dir vorstellst. Hey, halt durch da drin, Kumpel. Ich hol dich da raus, wenn die Zeit reif ist. Rocket Style, wenn es sein muss. Drab. Gamora, hilfst du mir mal? Was, wieso nicht? Ich muss für die Sicherheit unseres Anführers sorgen. Ach, komm schon. Guck mich nicht an wie ein Dackel, ich zieh das Ding nicht. Und denk dran, Kumpel. Furchteinflößend, so wie ich. Nur eben größer. Naja, es ging so. Okay, es geht weiter. Jo, und zwar in der nächsten Folge. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis denne.